Dies ist eine Übersetzung eines Videos von Peniel Negonde. Es ist das Zeugnis einer Muslimin, die starb und Mohammed in der Hölle sah. Der Titel des Originalvideos in englischer Sprache lautet A Muslim Died and Saw Mohammed in Hell. Ihr findet den Link zu dem Originalvideo hier eingeblendet und in der Beschreibung unter dem Video. Im Jahr 2004 wurde eine Ex-Muslimin aus Indonesien in Jakarta in den Himmel und die Hölle entrückt. Ich bin eine ehemalige Muslimin. In meiner Familie hassten wir Christen und Juden. Meine Familie hat sogar zu Hass gegen Gottes Volk aufgehetzt. Der Islam lehrt, dass wir alle Menschen anderer Religionen töten müssen, weil sie unrein sind. Wir unterwerfen jeden, der die Scharia-Gesetze übertritt und verletzt. Die einzige Option für Menschen ist, sich dem Islam zu unterwerfen und Moslem zu werden. Diejenigen, die den Islam offen kritisieren, werden gekreuzigt. Eine andere Möglichkeit der Bestrafung ist das Abschneiden der Hände. Wir steinigen Männer, Frauen und Ehebrecher. Ehemänner können ihre Frauen schlagen und Frauen dürfen nur Moslems heiraten. Ehemänner können sich im Gegensatz zur Bibel mehrere Male scheiden lassen und wieder heiraten. Männer können mehrere Frauen heiraten und so die Gnade Jesu verletzen. Wenn eine Frau vergewaltigt wird und keine Zeugen hat, wird sie zu Tode gesteinigt. Das islamische Scharia-Gesetz schreibt Folter und Mord vor, im Gegensatz zur Bibel, die das Buch des Lebens und der Liebe ist. Erkenne die Gegensätzlichkeit dieser beiden Bücher. Amputation von Gliedmaßen ist eine typische islamische Strafe für diejenigen, die den Namen Allahs, unserem Helden, verunglimpfen. Es gibt Gesetze zum Erhängen und Erschlagen. Das lascheste Gesetz sind Peitschen. Als meine Familie erkannte, dass es eine Gruppe von Christen gab, die heimlich Jesus verehrten, informierten sie die Behörden. Eines Tages wurde eine Gruppe von Moslems von einer anderen Familie für die Konvertierung zum Christentum gemeldet. Muslimische Männer kamen mit Messern, Steinen und Eisenstangen an und ermordeten diese Gruppe von Christen. Das sind gewalttätige Gruppen, die versuchen, mit Krieg zu regieren. Die islamische Religion ist viel mehr als eine Sekte. Es ist eine ideologische Partei, die mit der Regierung verbunden ist. Und es ist eine kriminelle Vereinigung. Was ist der Unterschied zwischen Drogenhändlern und der islamischen Religion? Beide töten Menschen aus eigennützigen Interessen. Für meine Familie hatte Gott aber die Rettung in Jesus versprochen. Es begann alles, als mein Vater versuchte, einen Christen mit einem Messer zu töten. Er drang in das Haus des Mannes ein. Die Christen waren auf ihren Knien und hatten keine Zeit, ihre Gebete zu beenden. Als mein Vater in ihr Haus kam, sah er einen strahlenden Engel, der ihm im Weg stand. Er bekam Angst und rannte davon, denn der Engel richtete ein flammendes Schwert auf ihn und sagte, berühre die Gesalbten Gottes nicht. Nach dieser engelhaften Begegnung wurde das Leben meines Vaters auf den Kopf gestellt. Er wurde an diesem Tag noch Christ und erzählte den Vorfall seiner Familie. Meine Familie glaubte meinem Vater, weil sie wussten, dass er kein Mann war, der lügt. Aber meine Familie wollte den islamischen Gesetzen treu bleiben, denn meine Mutter hatte große Angst, dass die Familie bestraft werden könnte. Sie sagte zu meinem Vater, nicht zu Jesus zu konvertieren. Mein Vater entgegnete aber, das Wort Gottes sagt, dass wir unsere Familie nicht mehr lieben sollen als Jesus. Er sagte zu meiner Mutter, ich werde bei Jesus bleiben und ich werde nach Australien gehen, um ihm zu dienen. Die Aussage meines Vaters hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Leben in Australien. Er war ein anderer Mann. Die ganze Familie hat sich Jesus zugewendet und verließ das Land. Sie suchten nach der Freiheit, Gott anzubeten. Ich bin nicht mit meinem Vater gereist, weil ich eine verheiratete Frau bin. Es war nicht einfach, hinter meiner Bekehrung zu stehen, da mein Mann mich fast mit einer Peitsche getötet hätte. Ich wurde ausgepeitscht, weil ich Mohammed nicht dienen wollte. Er verfolgte mich, bis eines Tages Jesus Christus meinem Ehemann erschien. Als Jesus ihm erschien, zeigte er die Spuren der Nägel in seinen Händen. Mein Mann berührte seine Hände, wie der Apostel Thomas. Jesus sagte, ich bin kein Geist, ich bin auferstanden und ich lebe. Deine Frau ist auf dem richtigen Weg. Eines Tages wird dein Körper verherrlicht und du wirst unsterblich sein, wenn du mir folgst. Mein Mann fiel auf die Knie vor Jesus und war glücklich. Mein Mann hätte sich niemals vom Islam abgewendet, wenn nicht etwas Übernatürliches passiert wäre, das sein Leben verändert hätte. Nach diesem Tag schlossen sich mein Mann und ich einigen Christen an. Wir fingen an, das Evangelium zu predigen und eine Evangelistengruppe wurde gebildet. Diese Gruppe begann, viele Seelen zu gewinnen. Eines Tages knieten wir nieder, um zu beten. Wir waren 9, einschließlich mir und meinem Mann. Eine muslimische Gruppe kam plötzlich zu dem Treffpunkt. 3 Brüdern gelang die Flucht. Die anderen 6 wurden gefesselt und geschlagen. Die Moslems waren hasserfüllt und sagten, wir hätten
hatten den Tod verdient. Ich sah Dämonen, von denen diese Männer besessen wurden. Ich wurde zusammen mit der ganzen Gruppe Christen verschleppt. Sie brachten uns in Gefangenschaft. Wir wurden kopfüber aufgehängt. Unsere Füße und Hände waren angekettet. Dem Bruder, der laut betete, wurde die Zunge herausgeschnitten. Wir bluteten alle stark aus Wunden. Sie folterten uns mit scharfen Steinen. Wir hingen kopfüber. Wir wussten nicht, wohin sie uns brachten. Wir waren in Todesqualen. Wir frierten und bluteten. Sie nannten uns Verräter. Meine Augen verdunkelten sich und ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, war ich nicht in meinem Körper, der immer noch kopfüber hing. Fünf unserer Brüder waren gestorben. Demjenigen, der noch am Leben war, wurde der Kopf abgeschnitten und er starb. In dem Moment, als mein Geist diese schreckliche Szene sah, sah ich plötzlich sechs leuchtende Engel, die vom Himmel herabkamen, und jeder dieser strahlenden Engel nahm einen der Brüder und führte ihn zur Herrlichkeit. Die ließen ihre Seelen sammeln und in das Paradies Gottes bringen. Es machte mich sehr froh zu wissen, dass all ihre Leiden nicht umsonst waren. Der Engel führte mich in das Königreich des Himmels, wo ich wundervolle Gebäude aus reinem Gold sah, die wie Schlösser aussahen. Es ist ein wunderschöner Ort. Es gibt keine Beschreibung, die der Unermesslichkeit dieses Ortes gerecht wird. Die fünf Brüder, die mit mir gefoltert wurden, traten in ihre Häuser ein, und ihre Namen waren auf goldenen Tafeln am Tor ihrer Villen in der himmlischen Welt geschrieben. Sie wurden Helden des Glaubens genannt. Sie waren glücklich, die Belohnung für ihre Treue im Himmel zu erhalten. Der Engel und ich stiegen vom Himmel herab zurück zur Erde, an den Ort, wo ich und meine Brüder gestorben waren. Die Moslems nahmen die fünf Leichen und begruben sie. Als ein Moslem meinen Körper nahm, um mich zu begraben, schaffte er mich an einen anderen Ort. Der Engel neben mir erschien ihm und sagte: Du kannst diesen Körper nicht begraben, sie wird nicht sterben, denn ich werde sie zu einem Haus bringen und sie werden sich um ihre Wunden kümmern. Dieser Moslem war wie gelähmt, er konnte nicht glauben, dass er einen Engel sah. In großer Angst vor dem Engel begrub er meinen Körper nicht. Dann nahm mich der Engel in eine andere christliche Familie mit. Aber diese Leute hatten Angst, ihre Familie zu verlieren und verleugneten Jesus. Sie wollten nicht wegen ihrer Familien und der materiellen Besitztümer sterben. Diese Christen wurden gezwungen, Mohammed zu dienen. Der Engel brachte mich an einen Ort, an dem Moslems Krieg führten. Viele dieser Moslems wurden im Krieg getötet und ihre Seelen gingen in die Hölle. Ich sah, als sich die Erde öffnete und ihre Seelen verschluckte. Der Engel nahm mich mit durch das Loch, das sich im Boden geöffnet hatte. Wir erreichten die Mündung der Hölle, die eine Tür und ein Schloss hat. Der Eingang zur Hölle öffnete sich in Gegenwart des Engels. Wir traten ein. Zähne befanden sich an diesem Ort und durchbohrten die Seelen der Menschen. Viele Seelen wurden von dem Höllenmund durchbohrt und gekaut, und eine Kraft trieb die Seelen nach unten. Der Engel und ich gingen die Kehle der Hölle hinunter und wir erreichten die Speiseröhre. Die Qual im höllischen Feuer ist furchtbar. Die Seelen an diesem Ort sind zerschmettert. Wir gingen in den Bauch der Hölle. Das Feuer dort ist mit Säure gemischt. Die Hitze in dieser Region ließ die Körper der Menschen schmelzen. Die Lava dort hat eine ätzende Wirkung, die die Seelen der an diesem Ort gebundenen Menschen zerfrisst. Ich fühlte die große Temperatur dieses Ortes. Die Hitze ist unerträglich und nähert sich dem Schmelzpunkt von Schwefel, der in dieser Region konzentriert ist, wodurch die Hitze noch viel heißer wird. Ich schwitzte ohne Unterlass und meine Haut begann auszutrocknen. Ich bin vollkommen dehydriert worden, sodass ich viel älter aussah. Wir kamen dann in den Bauch der Hölle. An diesem Ort befinden sich die Menschen, die die grausamsten Sünden begangen haben. Menschen, die ihre Nachbarn zerstückelt haben. Alles war voll von verdorbenem, dunklem Schlamm, gefüllt mit Kot, Urin und verfaulenden Tieren. Dieser Ort war der dreckigste, den ich je gesehen habe. Der Gestank war bestialisch. Höllenbakterien verschlangen die Seelen. Würmer von 10, 20 und 50 Zentimetern drangen in die Seelen ein. Diese Würmer aßen die Seelen und saugten die Substanz aus ihnen heraus, bis die Menschen wie eine vertrocknete Frucht verwelkt waren. Ich sah einen Ort in der Hölle, in der Fleisch zermahlt wird. Wegen seiner hohen Schwerkraft wurden die Seelen zerrissen und diese winzigen kleinen Teile der Menschen stöhnten und bewegten sich. Nichts an diesem Ort ist endgültig tot. Der Tod tötet nicht, was bereits gestorben ist. Aber die tödlichen Schmerzen bleiben für immer an diesem Ort. Der Tod ist auf der Erde, um diejenigen zu holen, die am Leben sind. Die Hölle ist ein Ort des Todes. Dort gibt es kein Leben. Der Tod kann sie nicht töten, weil diejenigen, die in der Hölle sind, bereits gestorben sind. Der Engel und ich gingen weiter zur Leber der Hölle. Als wir dort ankamen, stiegen die Flammen und umgaben uns vollständig. Das Feuer versuchte uns zu verschlingen, aber das Licht, das den Engel umhüllte, beschützte uns.
Dieser Teil der Hölle hat ein Feuer, das die Seelen verschlingt. Dieser Ort sieht aus wie ein Monster. Alles, was da war, wollte uns angreifen. Diese Dinge waren lebendig. Ich sah mehrere Augen in der Hölle, die mich und den Engel beobachteten. Das Feuer brüllte wie ein Löwe. Wir gingen weiter zur linken Lunge der Hölle und sahen eine spirituelle Linie, die bis zur Erde reichte. Der Engel sagte, dies sei die starke spirituelle Verbindung der Erde mit der Hölle. Diese Verbindung wird durch Satanismus, Hexerei und andere falsche Religionen hervorgerufen. Alle Hexerei auf der Erde ist mit den Lungen der Hölle verbunden. Ich sah, dass von diesem Ort eine große Menge höllischer Energie zur Erde floss. All diese bösen Kräfte steigen zur Erde und befähigen die Menschen, Okkultismus zu praktizieren. Wir sind zum rechten Arm der Hölle gegangen. Es gibt einen Ort, von dem aus die Erde von Höllenspionen beobachtet wird. Sie können christliche Gemeinden sehen, die Probleme haben, und sie planen dann, sie anzugreifen. Wir gingen zum Kopf der Hölle und sahen Satan auf seinem Thron sitzen. Hier werden die großen technologischen, chemischen und wissenschaftlichen Erfindungen hervorgebracht, um die Menschheit zu zerstören. Der Engel zeigte mir viele Moslems in der Hölle. Sie sind da, weil der Koran sie zu Mördern gemacht hat. Der Koran bringt die Schwerter an den Hals der Christen und Überlebende werden eingesperrt. Sie verfolgen Menschen und zwingen sie in die islamische Religion. Sie treiben Menschen aus dem Land, um sie zu beherrschen. Sie nehmen Frauen gefangen und nehmen sie als Ehefrau, auch wenn sie verheiratet sind. Sie enthaupten Gefangene, vergewaltigen Frauen und versklaven Kinder. Ich sah Kalifen in der Hölle. Ich sah Mohammed in der Hölle. Er ist dort, weil er ein falsches Evangelium verbreitet hat, das der Bibel entgegensteht. Mohammed ist ein Lügner. Er erfand den Koran, der in der Hölle entworfen wurde. Es war nicht der Engel Gabriel, der ihm erschien, sondern Satan, der ihn betrog. Mohammed ist in der Hölle wegen seiner Blutrünstigkeit und der Steinigung, die er durchgeführt hat. Ich gebe den Moslems eine Warnung von Jesus. Bekehr dich zu Jesus, oder du wirst in der Hölle enden. Hör auf zu behaupten, dass Männer, die als Märtyrer im Namen Allahs sterben, 72 Jungfrauen im Paradies erhalten. Du begehst Selbstmord mit Sprengstoff an deinem Körper und denkst, du gehst ins Paradies, aber tatsächlich gehst du in die Hölle. Ich habe viele Moslems gesehen, die ihre Selbstmordattentate bereuen. Sie sind in der Hölle. Dschihad oder Heiliger Krieg wird dir kein ewiges Leben geben. Nur Jesus allein ist Leben. Der Himmel ist keine Oase. Du hast keine Kenntnis vom wahren Gott der Liebe. Bitte lies Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen geliebten Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Epheser Kapitel 2, Vers 9. Errettung ist keine Belohnung für die Werke, die wir getan haben, denn keiner von uns soll sich rühmen. Lies 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Seht, wie sehr unser Vater uns liebt, denn er nennt uns seine Kinder, und das sind wir. Aber die Menschen, die in dieser Welt leben, erkennen nicht, dass wir Kinder Gottes sind. Sie erkennen ihn nicht. Er liest Offenbarung Kapitel 22. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, hell wie Kristall, herausströmend aus dem Thron Gottes und des Lammes. Jesus ist kein Prophet, er ist Gott. Lies 1. Johannes Kapitel 5, Vers 11 bis 21. Und dies ist das Zeugnis, dass uns Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat kein Leben. Dies habe ich euch gesagt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, wenn ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist das Vertrauen, das wir in ihm haben. Dann brachte der Engel des Herrn mich in meinen Körper zur Erde zurück, der in dem Haus des muslimischen Mannes war, der mich begraben wollte, aber von dem Engel zurückgehalten wurde. Sie wollten meinen Körper begraben, aber der Herr intervenierte. Ich blieb einen Tag lang tot und kehrte in den Körper zurück, der von dem Moslem aufbewahrt wurde, der vom Engel beauftragt wurde, sich um mich zu kümmern. Dieser Mann wurde Christ und er kümmerte sich zusammen mit seiner Frau um meine Leiden. In der Zwischenzeit predigte ich einem islamischen Mädchen das Evangelium. Sie konvertierte und floh von zu Hause, damit ihre Eltern sie nicht finden und bestrafen konnten. Ich erholte mich im Haus des Moslems, der sich um mich kümmerte. Dann reiste ich zu meiner Familie. Mein Mann ist nicht zurückgekehrt. Er ging für immer ein in den Ruhm mit den anderen Brüdern, die mit ihm in dem muslimischen Haus starben. Gott ließ ihre Körper begraben. Ich war Zeuge des Himmels und wurde zurück auf die Erde geschickt, um den Moslems über das Erlösungswerk zu berichten. Jesus ist viel mehr als der Islam. In Jesus ist das ewige Leben für unsere Seelen. Er wird unsere Körper auferstehen lassen, die eines Tages sterben werden. Unsterblichkeit wird unser Sieg sein. Übergib dein Leben an Jesus, statt an den Hass, den du für die Menschen empfindest, die den Islam verlassen. Die Liebe Jesu wird dann in dein Herz kommen. Hasse und töte keine Menschen, sondern hilf den Menschen und erzähle ihnen von Jesus. Du wirst deine Belohnung im Himmel haben. Ich liebe euch. Bleibt in Gottes Frieden. Amen.